Wir tasten unten nichts an. Wir rücken jetzt im ersten Stock eins von den roten Fenstern weiter zur Außenwand. Du kannst ja mal rauskommen und hier hochgucken und dir das angucken, aber ich bin der Meinung, da unten ist ja sowieso durch den Haupteingang sind da Türen. Da sind ja nur zwei Fenster, zwei ganz außen, ne? Ich habe damals dem Rode aber auch gesagt, du musst aufpassen, denn über diese Dinger kommen die Fenster vom Turm. Nie hören sie zu, die Männer, wenn man ihnen was sagt. Ist das nicht so? Jo. Also, wir haben Kommt es dir auch so vor, dass das Rechte von diesen roten Fenstern ja. überhaupt nicht richtig über dem unteren blauen Fenster sitzt? Dafür muss ich mal zu dir rüberkommen. Warte mal, ich hoffe, meine Komm Erde rüber. reicht. Weil von hier hinten kann ich das, hoppala, Und gerade da kann nicht man es nicht sehen. sehen, da hast du recht. Oh, ganz schön hoch. Das ist gar nicht drüber. Das Da, ist nicht da drüber, ne? ne. Zumindest nicht mittig. Das heißt, das rechte Fenster muss auch ein nach rechts. Genau, und wenn wir das einen nach rechts rücken, dann haben wir das Glück, dass in der Mitte wieder ein Fünfer-Ding entsteht. Ein Fünfer-Pfeiler, wie wir es innen drin auch haben. Dann sind wir also schon mal, dann passen die schon mal gut besser zusammen. Innen und außen. Ja, aber wie ist das linke Fenster? Ne? Das Ja. sieht jetzt von hier außen total an der Mauer gequetscht aus, wobei das rechte Ja. Fenster voll weit innen ist. Genau, richtig. Finde ich auch falsch. Das wird nach oben hin immer falscher dann. Wir müssen jetzt noch mal reingehen und uns das noch mal von innen angucken, glaube ich. Auf Die jeden Fall. Fenster sind falsch. Ja. Ich würde sogar auch sagen, das linke Fenster, dass das eins nach rechts muss. Alles ein Stück rüber, ne? Ja. Ja, den Eindruck habe ich auch. Ich gucke mal gerade auf das Dombild, was ich hier habe. Ich habe noch eine tolle Nachricht, weißt Was denn? Die dritte Fensteretage, wo ihr da oben Zweier gebaut habt, da ist beim Dom nur noch ein Fenster. Eins in der Mitte. Also mittig von den beiden, die unten sind. Ja, hast du ein Dombild irgendwie greifbar? Ja, ich gucke gerade mal, wo ich das sehen kann. Da habe ich eins. Also warte mal, wir haben jetzt hier den Turm. Ja. Da, also die beiden roten Fenster sind ja noch auf der Höhe mit dem lilanen. Ja, die sind aber die zweite Etage schon, ne? Es sind schon die zweite, ja, danach kommt noch zwei einzelne. Genau, danach kommen keine zwei Fenster mehr, die da oben sind falsch. Diese Karierten da oben mit Ja, gelb drin. Das die sind gelb? komplett falsch. Nee, das muss wieder weg. Da kommt nur noch eins hin. Also das. Also Und die. die roten Fenster müssen so hoch, wenn du mal hinguckst, bei mir sieht es so aus, als ob die roten Fenster, also der erste Stock oben, als ob die höher sind als die unteren. Als das Lilane allein schon. Ja, naja, als das Lilane Also vielleicht sieht nicht. bei mir auf Ich dem Bild so glaube, aus. die haben das schon so gebaut, dass die Spitze der großen Fenster, du hast dieses hier vorne in der Westfront und dann hast du da wo das Richterfenster ist und so hast du noch mal so große, dass die oben zusammen abschließen. Also bei mir auf dem Bild sieht das schon fast so aus, als ob die kleinen Fenster
neben dem großen ein oder zwei Blöcke höher sind. Ein Block. Als ob die höher sind, ja? Also sieht so aus. Ich sag nicht, dass das dann auch so ist, ne? Ich glaube nicht, dass es so ist, weil die dann würden sie total Schwierigkeiten kriegen mit der Dachrinne. Das Dach schließt ja über diesem ersten Stock rundherum ab, ne? Und da müssen sie die Fenster mit einplanen. Glaube schon, dass ist dadurch, dass der so eine Tiefenwirkung hat. Das stößt ja, so vieles steht davor und so vieles ist zurückgesetzt bei diesem Gebäude, weißt du? Da hast du immer eine perspektivische Verzerrung drin. Ja, das stimmt. Also, was machen wir nun, Steffi? Das ist jedenfalls, also diese obere Etage ist jedenfalls falsch. Die muss ganz raus. Also, ich würde sagen, die beiden roten Fenster kommen auch komplett raus und kommen ein weiter nach rechts. Okay, ist recht. Da bin ich auch für. Also würde ich jetzt sagen, dass die beiden ein nach rechts verschwinden, aber beide. Ja, und dabei muss der mittlere Pfeiler eigentlich... Na, den kannst du nicht auf 5 erweitern, das sieht dann doch scheiße. Doch, den müssen wir dann auf 5 erweitern. Genau, dass der um 5 erweitert wird. Und dann kommt das ja auch eigentlich wieder hin. Da sind ja die Fenster in der Mitte und dann sind die auch wieder 5 breit. Ja. Dann ist der genau über in der Mitte dann. Gut. So würde ich das jetzt sagen. Dann machen wir das so. Alles klar. Und das obere Stockwerk muss weg. Ja. Ich lasse das Gerüst hier mal so. Ich versuche mich mal hier ein bisschen vorsichtig. Weil dann kann man immer wieder mal gucken gehen. Weil hier bei meinem Gerüst zum Beispiel kommst du wieder hier rein. Da brauchst du. Dann komme ich hier rüber. Im realen Leben würde man das nie tun. Nee. Zumal so ein Erdblock auch nicht halten würde in der Luft. So, jetzt schauen wir uns das nochmal von innen an. Gehen wir hier irgendwie... Was würde das bedeuten? Ja, naja, das sieht man ja aber von innen auch, Mensch. Na? Klar, das muss alles rüber. Mindestens eins rüber. Ich hole nochmal neue Erde, damit ich uns hier ein Gerüst machen kann. Ja, ich fange schon mal an zu werkeln. Zumindest die Steinblöcke kann ich ja weghauen. Wie soll ich denn hier die Folgen benennen? Fehlerbehebung Teil 1, Teil 2? Oh, ich weiß es noch nicht. Einmal Korrektur bauen, bitte. Ja, Teil 1, Teil 2, Teil 3, Teil 4. Du kommst weg. Du bleibst eigentlich da. Warte mal, ich mache uns außer Hupala halb auch ein Gerüst hin. Falls mal was daneben fällt, dann müsste es doch eigentlich auf die Erde aufkommen. Ja, hast du recht, das ist ja immer. So, pass mal auf. Obwohl, es kann nichts passieren, man kommt dahin. Also runterplumpsen kann eigentlich nichts. Nee, runterplumpsen kann nix. Ich brauche eigentlich kein Gerüst zu machen. Ach komm, mach mal trotzdem. So. Schaden kann es nicht. Warte. Das machen wir mal weg. Aua. So, da muss dann... Und hier muss... ja. So. So, das heißt aber auch, dass das hier auch nicht stimmt.
Ja, ich sage ja, ein Fehler an irgendeiner Stelle zieht sich durchs ganze Gebäude durch. Ja. So, jetzt muss ich mal gucken, wo die ganzen Blöcke gelandet sind. So, aufgesammelt. So, das heißt, hier wo ich jetzt gerade war, kommt kein verzierter Stein hin. Doch. Nee. Kein verzierter, ne? Nee, da kommt Ziegel. Ziegel, ne? Direkt an die Fenster ran ist Ziegel. So. Ja, hier. Das geht bis unten. Wir sagen mal, das geht bis unten. So, das heißt, das geht ja jetzt alles ein hier hin, ne? So. Das heißt, boah, das ist doch hier wieder zum. Ich guck mal wieder von hier hinten. Machen wir wieder vier wie bei den anderen auch. Und wo ist denn die Höhe? Das ist ja die Höhe. Warte mal, hier war die Mitte. Das heißt, Die muss ja eins rüber die dann. muss ja hier hin. Richtig? Jetzt musst du über. Warte, warte, warte. Lass mal gucken. Eins, zwei, drei, vier. Guck mal rechts neben der. Da hast du doch schon ein richtiges Fenster, ne? Hier? Rechts neben dir, das blau-rote ist ja schon richtig. Das blau-rote Fenster. Da Ah. kannst du mal gucken, wo der erste Stein eins nach innen geht. Ja. Der erste verzierte Stein, auf welcher Höhe? Warte mal, das hier ist die Fünferbreite, wohl? Ja. So, das heißt, das Wo ist geht rechts die. am blau-roten Fenster zum ersten Mal der verzierte So. Stein eins nach innen Ach zum so. Glas? Verzierter Stein ist dann hier. So, das heißt, hier kommt dann drei Glas und hier. Bist du nicht eins zu hoch? Also hier ist die Dreier. Und dann kommt hier verziert hin. Das muss ich mir jetzt mal aus der Nähe angucken. Eigentlich ist der hier, ne? Hier und so. Weg. So, dann kommt der weg und stattdessen kommst du dahin und da kommt einer hin. Und da, so, ja, jetzt ist richtig. Hier kommt ein Ziegel rein. Okay. Jo! Ne? Dann müsste das doch jetzt. Das müsste jetzt stimmen. Aua. Machst du nur für Sachen? Das mache ich doch gerade die ganze Zeit. Wieso machst du das denn jetzt? Ja, ich habe gedacht, wenn du das machst, dann kann das ja nur gut sein. Dann schau mich empfehlen. Ah ja, hier, genau so. Aber eins drin. So, das heißt, ich muss jetzt auch einmal, ich komme mal neben dich.
So, weil hier kommt ja jetzt rotes Glas rein. Ich habe immer noch ein rotes Glas übrig. Ich weiß gar nicht, warum. Hast du eins geklont? Ja, anscheinend. Alle? Alle. Misty, Kaki, Pupsi. Deine holen. Brauchst du eine Schaufel? Nee, ich hab. Okay. Was ist hier unter der Erde eigentlich drunter? Ach, das ist Gerüsterde. Ah, okay, dann lasse ich erst einmal da. Okay, das heißt, den haben wir jetzt schon mal einen nach links. Ich brauche verzierten Stein. Ich gehe mal holen. Ja, ich habe nur noch 26. Nee, ich gehe mal holen. Ich hier irgendwie ganz komisch fest. Jetzt geht's. Und derzeit rupfe ich jetzt wieder die... Eine Glasreihe raus, wa? Ja. Man ist nur am Rennen. Nur am Rennen hier. Ja, ich habe mir auch schon so oft gedacht, stell mal vor, du wärst jetzt Steve. Ja. Ey, wie schlank müsste ich dann bitte schön sein? Haut und Knochen. Ich sag ja Marathonfigur. Ja, also. Model, Größe 0. Ja. Das ist auch so was, was ich ganz schrecklich finde, dass den jungen Mädchen vorgegaukelt wird. Das wäre schön. Ja, das finde ich auch ganz furchtbar. So Skelett zu sein. Finde ich auch ganz furchtbar. Also ich finde, eine Frau sollte schon Rundungen haben. Genau. Und ich wette mit dir, dass die Männer das auch gar nicht schön finden. Ja. Die meisten Männer wollen ja ein bisschen was zum Anfassen. Ich möchte ja auch keinen Strich im Bett haben. Yes. Kein Strichmännchen. Ja. Ja, ist das so, ne? Also ich nicht. Ich auch nicht. Stehe nicht auf Strichmännchen. So, hier kommt das. So, das heißt hier. Ach nee, das müssen ja drei sein sogar. Wollten wir nicht den Pfeiler in der Mitte auf 5 erweitern? Ja. Wollten wir, ne? Ach, ist der jetzt nur 3? 4. Hä? Der müsste. Also muss ich die Glasreihe hier auch noch rausnehmen? Also ich hab. Hä? Also wir haben jetzt da nur 4. Oh. Das heißt, die Glasreihe muss dann rein theoretisch gesehen auch noch raus. Ja. Oh, ich muss auch ein bisschen auf die Spitzhacke aufpassen. Nicht mit der Spitzhacke an der Erde klopfen. Nee? Ja, so, ne? Also, ehrlich mal. So ein Haufen Arbeit. Oh ja. Ja, dann gehe ich schon mal hier drüben abreißen, ne? Hier muss ja dann Wand weg. Und zwar nicht zu knapp.
ist denn dann die Mitte? 1, 2, 3, 4. Das heißt, das hier muss ja alles weg, woll? 1, 2, 3, 4. Das heißt, das hier ist alles. Das wird Glas. Glas. So, jetzt muss ich mal kicken. Ab wann beginnt. Huch, jetzt habe ich, glaube ich, eins zu tief gebaut. Ab wann, hoppala, beginnt. Muss ich mal gucken. Das dünner zu werden. Ja, so, okay. Und hier muss so ein Ding rein. So, das heißt aber. Wie drüben auch ist, das haben wir drüben auch so. Ja, genau, jetzt wird es symmetrisch. Verstehst du? Juhu! So. Jetzt weiß ich immer noch nicht, ab wann muss ich reingehen. Wie hoch seid ihr denn, ihr Fenster? Hier. Nicht das denn sehen. Das heißt hier, ne? So. Eins, zwei, drei. Und das vierte ist es. Ja. Und da? Wenn ich jetzt hier immer richtig? Noch nicht. Das heißt? Nee. So. So, noch ein höher. Ich wegmachen. So. Ich muss gerade irgendwie das mal. Das Glas ist zu hoch. Das rote Glas da. Das ist zu hoch. Da kommt noch so ein. Wenn das die Mitte ist. Ist meinst du, es ist die Mitte? 1, 2, 3, 4, 5. Nee, hier ist die. Da ist die Mitte. Dann kommt da so ein Ding rein. So ein verzierter. So, und die so. Nebendran sind Steinziegel. Nee, warte mal, du bist ja gar nicht das richtig. Glas kommt eins nach hinten. Die stehen vor, diese Verzierten. Dann mache ich das hier mal gleich. So. Das heißt, du musst auch noch mal weg. Warte. Keiner verlässt den Raum. Okay. Hier. Und hier. Und hier. Warte mal, da ist da auch noch irgendwas. Jetzt muss ich mal hier draußen. Bauen. So. Da eins, müssen wir halt bei zwei, den drei, Fenstern vier. Auch mal gucken, Gerda. Ja, eins, die zwei, sind wahrscheinlich drei. Auch falsch. Hier. Und hier geht es wieder runter. Und da kommt Glas hin. Ja. Jetzt gucke ich mir das erstmal an. So.
Das wäre die Mitte. Bist du gerade auf der anderen Seite? Wir müssen auch mal gucken. Der Rode hat zwar hier drin ein Dach gezogen, aber ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist. Klar, wenn wir die Steine eventuell wieder bekommen können. Ich gehe jetzt aber nochmal hier nach außen. Weil ich möchte. Wo gehst du hin? Wieder auf das Gerüst da draußen? Ja, genau. Ich möchte gerne wissen, ob das jetzt irgendwie. Aber das sieht jetzt auch nicht richtig aus. Nee. Nee. Och, Mann, Dom, du bist echt ein Kapitel für sich, Ja. Ich komm mal raus, gucken, was Sache ist. Ja, schwierig, schwierig, schwierig. Oh, Leute, ja. Zum Nachbau nicht empfohlen. Nur für sehr belastbare Kreaturen. Let's play Justin, wie alt bist du? Lese mal die Kommentare. Ja, Junge, ich würde ja gerne die Kommentare lesen, aber ich kann nicht aufnehmen und gleichzeitig Kommentare vorlesen, ne. Zumal du auch nicht mehr da bist. Let's play Justin, wie alt ich bin, siehst du bei uns auf dem Kanal. So. Ja, wir müssen hier auch ein wenig korrigieren. Und zwar, ach so, ja, stimmt. Aber irgendwie ist das Fenster auch nicht richtig über dem Blauen unten. Nee, das glaube ich. Das Blaue unten hat ja auch 4, ne? Ja. Da wo, also das blaue Fenster hat ja keine Spitze im Prinzip, das sind ja nur die 2. Ja. Und da fängt das rote Fenster bei uns an. Keine Verzierten mehr. Boah, weißt du was? Was weiß ich. So. Ich trinke mal jetzt mein Feigling. Prost. Prosit. Ich hol mir jetzt mal auch was zu trinken. Ah. Das ist ja so, sonst nicht mehr zu ertragen. Ja, richtig. Ah. Ach, so, nun lass mich mal gucken. Mhm. Jetzt keine falsche Bewegung machen, du stehst hier sehr... Warte, ich kann noch einen höher gehen. Halt. So. Warte, ich baue mich noch einen hier hin. So. Ja, aber vom Gesamteindruck her sieht es schon mal richtiger aus als vorher. Ja, das vorher auf jeden Fall. Ich habe aber, eigentlich müsste man das untere Fenster auch ein Stück verrutschen rüber. Aber da kriegen wir dann total die Schwierigkeiten mit diesem Pfeiler auch. Eigentlich müsste alles neu gemacht werden unten. Juhu! Ja, das sind ja mal gute Nachrichten. Meinst du nicht, den Boden können wir wenigstens drin lassen? zum Teil. Ja, wir haben ein wenig überstürzt,
angefangen, glaube ich, mit der Westfassade. Da war ja der Berg eigentlich noch gar nicht weg. Ja. Da hätte man vorher den Grund erstmal abstecken müssen, wo das alles hinkommt. Tja. Ja, puh. Ich glaube, ich guck mal von ganz unten. Meinst du, das sieht dann besser aus? Naja,